1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben diese Woche, die ganze Woche durch freie Themensendungen. Nächste Woche wieder, wie gewohnt, zweimal ein festes Thema. Aber diese Woche, heute auch noch und morgen, freie Themennacht. Freie Themennacht heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden oder diskutieren oder vielleicht auch beraten wollt. 0800 220 50 50, das ist die kostenfreie Telefonnummer, oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, die erste Anruferin ist Christina. Hallo Christina. Hallo. 21 Jahre alt. Genau. Was ist dein Thema, Christina? Bei mir geht es eigentlich um Bauchschmerzen. Um Bauchschmerzen? Ja. Du hast Bauchschmerzen? Genau, die habe ich mittlerweile seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren Bauchschmerzen? Ja, und ich werde sie nicht los, weil kein Arzt das feststellen kann. Seit 10 Jahren? Beschreib mal die Schmerzen. Ganz am Anfang hatte ich ab und zu mal Bauchschmerzen, wo ich mir noch gedacht habe, es ist normal. Und irgendwann so 7., 8. Klasse, ist es halt immer schlimmer geworden, sodass ich zum Teil die Schule nicht wirklich besuchen konnte. Was sind das für Schmerzen? Ist es Stiche? Ist es ein gleichbleibender Schmerz? Ist es ein Brennen? Ist es mehr tief im Bauch? Beschreib es mal ein bisschen näher. Das ist im Unterbauch und das sind Krämpfe. Ganz schlimme Krämpfe. Ja. Wo ich wirklich das Gefühl habe, dass da irgendeiner drin sitzt und meint, der müsste das alles jetzt so schön zusammenziehen oder so. Und das hast du immer? Nicht immer. Also ich habe jetzt auch mal 1-2 Tage Ruhe oder so, aber ich kann nicht sagen, wo ich eine Woche mal hatte, wo ich gar nichts hatte. Und es hat nichts zu tun, du hast dich wahrscheinlich genauestens beobachtet, mit dem, was du so zu dir nimmst, mit Essen, Trinken oder so? Das ist alles in der Klinik abgeklärt worden. Ja. Und ich habe eine Laktoseintoleranz und eine Fruchtzuckerintoleranz. Das bedeutet? Und, ich darf kein Obst essen, ja. Nur abgekochtes, ja. Und halt Milchprodukte nicht, außer halt diese laktosefreie Sachen. Achso, das ist alles rausgekommen bei den Untersuchungen? Ja, das lasse ich ja auch alles schön weg. Wenn du die Sachen isst, dann ist es noch viel schlimmer? Ja. Mhm. Mhm. Sobald ich Milch zum Beispiel trinke oder so, kriege ich direkt Durchfall. Mhm. Und auch direkt wieder diese Krämpfe, und das vermeide ich dann halt alles. Ja. Und aber trotzdem habe ich es halt noch. Wo ich es halt oft noch habe, trotz dass ich jetzt so wenig nur noch, naja, wenig nicht esse, aber halt nur noch ausgewählte Sachen esse. Ja. Und eigentlich bin ich komplett durchgecheckt worden. Das heißt, du warst, ja? Es war dann zwar auch mal ein Verdacht, dass ich eine Darmentzündung habe. Mhm. Wo ich auch tablettenmäßig behandelt worden bin, wo ich dann bis zu 8 Tabletten am Tag schlucken musste. Mhm. Und da haben sie mir nochmal eine Darmspiegelung gemacht, und da hat sich dann rausgestellt, sie ist wieder weg oder sie war nie da, wie auch immer. Ja. Und aber die Bauchschmerzen habe ich halt immer noch. Das heißt, du warst immer und immer wieder in sehr intensiver ärztlicher Betreuung und Behandlung. Ganz genau. Und wie viele Ärzte hast du schon aufgesucht deshalb? Ich war in verschiedenen Krankenhäusern, wo ich stationär aufgenommen worden bin. Dann war ich in Wiesbaden in der DKD, in der Deutschen Diagnostischen Klinik, wo die mich komplett auf den Kopf gestellt haben, wo sie nichts gefunden haben. Dann 2 Darmspiegelungen hinter mir, eine Magenspiegelung und nichts. Also klingt sehr seriös und sehr professionell alles, was man mit dir gemacht hat, aber niemand findet eine Ursache. Ganz genau. Gibt es vielleicht eine psychische Ursache? Mittlerweile bin ich mir da ziemlich sicher, weil das hat sich mittlerweile so im Kopf festgesetzt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich will Wochenends mal weggehen und habe jetzt irgendwo zugesagt, dass ich mich mit Leuten treffe, und dann kommt direkt in meinem Kopf, oh Gott, hoffentlich schaffst du das, hoffentlich kriegst du keine Bauchschmerzen. Mhm. Und der Gedanke ist zu Ende gedacht und schon sind die Bauchschmerzen da. Somit, also ich will jetzt um Gottes Willen, ich kann es auch gar nicht hier irgendwie laienmedizinische Beratung machen. Ne? Das ist ja klar, ich bin ja auch kein Arzt. Mhm. Aber vielleicht wäre es schon angebracht, sich mal so psychosomatisch durchleuchten zu lassen, in einer psychosomatischen. Ich war in einer psychosomatischen Klinik 3 Wochen stationär. Ach, das auch schon? Ja, muss ja alles abgecheckt werden. Mhm. Weil es nervt ja auch irgendwann. Ich meine, ich kann nicht arbeiten gehen dadurch. Ach, so schlimm ist es, dass du nicht arbeiten gehen kannst? Ja. Was arbeitest du? Ich hatte eine Ausbildung damals mal angefangen, 2002, ja. Die ich aber nach 3 Monaten abbrechen musste, weil ich halt
so selten dann auf der Arbeit war, weil ich andauernd krankgeschrieben war. Was für eine Ausbildung war das? Bäckereifachverkäuferin. Bäckereifachverkäuferin. Ja. Und seitdem bist du dann immer so zu Hause? Ja. Ja. Ich habe zwischendurch mal so vielleicht 400-Euro-Jobs, damit ich kann sie halt nicht lange durchhalten. Und das ärgert mich halt jedes Mal, weil ich will es ja wirklich, ja. Verstehe. Nimmst du Tabletten, irgendwie Schmerztabletten, dass du es aushältst? Ich bin mittlerweile so eingestellt, dass ich sage, ich versuche so gut wie möglich ohne hinzukriegen. Und ich halte es dann lieber aus und lege mich ins Bett. Aber wenn es gar nicht geht, habe ich ziemlich böse Tropfen hier, wo mein Freund zum Beispiel auch ganz doll mit mir schimpft, wenn ich sie nehme. Da bin ich bis zu 24 Stunden komplett ausgeschaltet. Oh, das klingt nach Hardcore-Medikament. Ja, da steht irgendwie drauf, sie gehen vom Rückenmark ab direkt ins Gehirn und schalten das irgendwie aus. Nur halt betreffen die mich dann halt, dass ich halt zittere und die Leute mich ansprechen. Ich halt eine Zeit lang brauche, bis ich reagiere. Jetzt im Moment, während wir reden, hast du auch diese Schmerzen? Nee, heute geht's mal einigermaßen, so ab und zu mal so ein bisschen, aber es hält sich heute in Grenzen, zum Glück. Ich verstehe deinen Anruf als Hilferuf nach draußen. Ja. Denn ich kann dir ja nicht helfen, aber vielleicht können dir Zuschauer, Zuhörer vielleicht helfen. Was ich mir nur ganz doll mal wünschen würde, ist, dass, ich meine, meine Familie und die kennen das, aber ich werde halt sehr abgestempelt, so wie stell dich nicht so an. So schlimm ist das nicht und ich meine, ich habe auch schon von Ärzten gesagt bekommen, ich würde das mehr oder weniger nur vorschwindeln, weil ich Einzelkind wäre und wenn ich etwas nicht bekommen würde, würde ich das Bauchweh vorschieben. Das sind halt alles. Tolle schnelle Diagnose eines Arztes, ne? Sie sind Einzelkind und schwindeln das vor. Ja, der muss deswegen, es ja wissen. Ja, deswegen hatte ich halt oft das Problem, dass meine Mutter mir einfach nicht glaubt. Ist das heute auch noch so? Ja. Das heißt, du hast nicht nur mit deinen körperlichen Beschwerden zu tun, sondern auch noch, dass du so stigmatisiert wirst. Nämlich, dass du irgendwie in eine Ecke gestellt wirst, die schiebt alles vor und tut nichts, weil sie angeblich Bauchschmerzen hat. Ja, ganz genau. Die stellen mich, also wenn ich es jetzt mal hart ausdrücke, bin ich daheim teilweise die faule Sau, die nichts macht. Mhm. Und das ärgert dann halt auch, ja, weil ich würde ja so gerne, ich meine, ich bin 21, ich würde auch gerne mein Leben in den Griff kriegen, daheim ausziehen und was halt so dazugehört. Mhm. Es klappt halt einfach nicht. Ich versuche es und dann muss ich mich nachher drüber wieder ärgern, weil ich mich dann selbst enttäusche, weil ich probiere es und es funktioniert nicht. Wer glaubt dir denn aus deinem nahen Umfeld? Mein Freund. Der Freund, der glaubt dir. Der steht da ganz hinter mir. Also Mutter nicht, Vater nicht. Die Mama ab und zu, wenn sie es halt wirklich sieht, dass ich wirklich wieder heulend irgendwo sitze und überhaupt nicht mehr kann oder teilweise nicht aufstehen kann, weil es so schlimme Krämpfe sind. Aber erst dann? Ja, aber erst dann, genau dann. Und der Vater? Mein Papa hält sich da raus. Ja, der will sich da groß nicht einmischen und weiß nicht, der ist da ein bisschen komisch, was das angeht. Naja, eine neutrale Position ist ja auch irgendwie verletzend, finde ich. Wenn er zu dir stehen würde, würde er sagen, ja, Mensch, wie schlimm, und lass uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Hast du Geschwister? Nee, Geschwister hast du nicht, weil du Einzelkind bist, wie du gerade gesagt hast. Das große Problem ist halt auch, es heißt immer, ja, mach was. Geh zum Arzt, mach. Wenn wir was finden, dann ist ja in Ordnung. Das Problem ist halt nur, sie finden nichts. Und das bestätigt natürlich die Meinung von vielen Leuten, sie hat ja gar nichts. Nein, weißt du, welche Meinung das bestätigt? Finde ich, dass das ein seelisches Problem ist. Das heißt ja nicht, dass du das nicht hast, sondern dass die Ursache im Kopf ist und nicht im Magen. Dass du die realen Schmerzen im Magen hast oder im Bauch, das glaube ich dir. Aber die Ursache, die kann im Kopf liegen. Ja, da muss sie ja. Und deshalb solltest du eigentlich diese Schiene jetzt intensiver gehen. Dass du versuchst, da an sehr fachkundige Leute zu kommen, die sich mit dir, mit deiner Seele auseinandersetzen. Ja, aber ich meine, ich wohne ja noch zu Hause bei meiner Mama. Und meine Mama, die ist ein bisschen älter. Und die hat diese Einstellung, Leute, die zum Psychologen gehen, sind nicht ganz dicht in der Birne. Das heißt, die sehen weiße Mäuse und rosa Elefanten. Christina, müssen wir uns darüber unterhalten? Ja, nee, ich weiß das. Aber ich lasse mich halt nicht gerne so abstellen. Weil wie ich damals in dieser Klinik war, hat meine Mama mich angeguckt und hat gemeint, jetzt bist du ja da, wo du hingehörst, bist du eh nicht ganz dicht. Ja, okay. Also das ist mies und das ist gemein, wenn die Mutter das sagt. Aber das darf nicht der Grund sein, dass du so etwas nicht tust. Das darf kein Grund sein. Wo sind wir denn? Ja, das ist halt nicht ganz einfach. Wenn mir sowieso schon so abgestempelt wird und dann noch draufkommt. Ja, dann solltest du Wege suchen, von zu Hause wegzukommen.
Ich weiß, ist schwierig, ist mir schon wieder klar, finanziell und so. Ja. Ich höre daraus, dass du noch überhaupt nicht intensiv diesen Weg der Psychosomatik gegangen bist. Mal einmal, aber noch nicht richtig eingehend. So, wie gesagt, ich habe es versucht. Ja, gut. Ich war zweimal. Ich war einmal bei einem normalen Psychologe und da habe ich dann Antidepressiva verschrieben gekriegt. Ja, was soll ich denn da damit? Ja. Das macht ja auch nicht besser. Nee, das ist der falsche Weg. Aber wir müssen uns einen neuen Weg suchen. Und wir dürfen ja auch nicht immer sagen, ja, aber. Willst du, dass etwas verändert? Ja, natürlich. Willst du gesund werden? Ja, klar. So, da müssen neue Wege eingeschlagen werden. Auch wenn du schon mal so in die Richtung gegangen bist, dann waren das halt die falschen Schritte. Welche Schritte möglich sind, würden wir dir gerne jetzt fachkundig sagen und dir ans Herz legen. Das heißt meine Psychologin Isabine, die mitgehört hat. Du musst etwas unternehmen. Ja, ich weiß. Nur wahrscheinlich ist es schon ein bisschen spät. Nee, ach Quatsch. Du bist 21. Nein, ich bin ab November aus der Krankenkasse draußen. Oh, jetzt haben wir noch ein neues Problem. Ja, weil ich ja nicht arbeiten gehe, ich über die Karte von meinem Vater läuft, mein Vater jetzt in Rente geht. So, das Problem erörtern wir auch im Hintergrund, denn da wird es auch Mittel und Wege geben, dass du wieder ordentlich kassenärztlich oder wie auch immer versorgt wirst. Ja, ne? Davon habe ich halt groß keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass ich im November draußen bin. Ja, aber da gibt's auch, da lässt man dich nicht in der Luft hängen. Mit Sicherheit nicht. Ich hoffe es. Ja. Gut, dass du angerufen hast, Christina. Wir versuchen jetzt unser Bestes, dir mit etwas Tat und Rat zur Seite zu stehen. Du legst bitte auf und Sabine, meine Psychologin, ruft dich an. Okay, danke. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Elvira ist hier. Und schon ist sie da. Elvira, 51. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hier ist Elvira. Hallo, Elvira. Ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass mein Freund mich nach 14,5 Jahren... ja, verlassen hat. Wann? Ja, letzten Sonntag hat er zu mir gesagt, es gibt jetzt eine neue Frau in seinem Leben und... Von heute auf morgen? Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe es entweder nicht merken wollen oder einfach nicht gesehen. Aber er hat vorher nie irgendetwas angedeutet oder gesagt? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Habt ihr zusammen gewohnt? Wir wohnen zusammen. Wir wohnen immer noch zusammen? Ja, wir wohnen zusammen in seinem eigenen Haus. Wie alt ist er? Er ist 6,5 Jahre jünger als ich, er wird 45. Und wie lange hat er jetzt schon eine neue? Wohl jetzt erst ein paar Wochen. Wir hatten wohl am Anfang unserer Beziehung haben wir schon mal so ein Thema gehabt. Er hat mich ein paar Wochen gekannt, da war ich gerade frisch geschieden und war gerade ein bisschen bei ihm hier mehr zu Hause. Und dann hat seine Freundin, die er vorher hatte, die er mal heiraten wollte und mit er eine Familie gründen wollte, die hat sich dann wieder eingeklinkt und dann haben wir ein halbes Jahr lang ein Dreiecksverhältnis gehabt. Gut, das ist lange her. Ja, das ist sehr lange her und das haben wir eigentlich recht gut durchgestanden, obwohl das... Jetzt die aktuelle Krise. Ist das von seiner Seite sehr ernst gemeint, glaubst du? Ja, es war so ernst gemeint, dass... Das? Ja, das war schon... Also er will Erdbeben und Hurrikan auf einmal. So habe ich ihn eigentlich noch nie erlebt. So bestimmend und so. Er will nicht mehr mit dir zusammen sein? Nein. Er liebt dich nicht mehr, hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt? Nein. Aber er hat gesagt, er will nicht. Die andere Frau, ja, die will er jetzt haben und da erhofft er sich das, was er eben bei mir nicht bekommt. Was bekommt er denn nicht bei dir? Er sagt, es mangelt ihm an Aufmerksamkeit. Ich habe also in den letzten Jahren, ich bin also... sag mal, Hauswirtschafterin gewesen in einem Arzthaushalt, in einer Halbtagsstelle, seit fast 25 Jahren jetzt. Die beiden sind jetzt verstorben. Und in den letzten 3 Jahren habe ich mich also ganz intensiv um meine Chefin gekümmert. Und im letzten, ja, die letzten 7 Monate halt noch extremer, weil sie dann auch noch ein Pflegefall war. Und er musste halt dann doch schon oft mal zurückstehen, weil das ist 35 Kilometer von unserem Zuhause weg. Das heißt, du warst oft nicht zu Hause? Ich war oft nicht zu Hause. Ja, aber er hat immer gewusst, wo ich bin. Das ist also, ich war nicht weg, ohne dass er wusste, wo ich sein könnte. Nun ging das ja wirklich über einen langen Zeitraum. Ne? Ja, es ging über einen sehr langen Zeitraum. Hat er sich denn zwischendurch auch mal beschwert und gesagt, pass mal auf, das ist mir zu wenig? Er hat sich eher immer nur beschwert, dass ich also einen Job mache, wo ich nicht genug Geld verdiene, wo die Leute mich ausnehmen. Hat er recht? Hat er recht, natürlich. Warum hast du das gemacht? Weil ich das versprochen habe, diese Person eben nicht im Stich zu lassen. Meine Chefin ist Alkoholikerin gewesen. Die hatten keine Kinder und ich war eher so die das Hauskind. Aber früher hast du auch schon zu wenig Geld eigentlich da bekommen bei denen. Ja, viel zu wenig. Und du hast es nicht hingeworfen? Nein, ich
ich habe immer wieder durchgehalten. Das war halt für mich auch ein Stück Zuhause, ein Stück Familie, Elternhaus, was ich eben zu Hause in meiner Kindheit nicht hatte. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren. Mhm. Arztfamilie, das ist in der oftmals verbunden mit relativ viel Kohle. Hast du wenigstens was geerbt? Ja, ich erbe jetzt 40.000 Euro und sie vererbt insgesamt 2 Millionen. Oh, ja. Wie gnädig. Ja, 3 Leute, die erben, die nie da waren. Die nie da waren. Du kriegst 40.000 Euro. Ja. Das heißt, das ist eigentlich auch nochmal ein Schlag ins Gesicht für dich, auch noch, ne? Auch noch. Das ist jetzt 8 Wochen her und das war eigentlich schon der erste Schlag, weil, ja, ich habe es ja nicht wegen dem Geld gemacht, aber da ich ja... Oder hattest du geheim doch darauf spekuliert, dass du eine reiche Frau bist? Nein, nicht eine reiche Frau, vielleicht eine Absicherung. Ja. Eine kleine Absicherung, weil ich kriege ja irgendwann mal nur 319 Euro Rente, nach dem letzten Rentenbescheid, weil ich halt viele Jahre Hausfrau war. Mhm. Ich habe Schneiderin gelernt, da verdient man auch nichts. Ich war 14 Jahre ganz zu Hause. Und diese 2 Millionen, die kriegen jetzt Leute, die sich nie um die Leute, um diese Art gekümmert haben? Nicht wirklich, einfach nur, weil sie verwandt sind. Bruder und Schwägerinnen und so. Ja, soweit dies. Ja. Aber das andere ist natürlich noch gravierender für dein Leben wahrscheinlich. Ja. Ihr wohnt jetzt noch im gemeinsamen Haus. Wir wohnen in seinem gemeinsamen Haus. Wie ist die Stimmung? Ja, heute war es recht locker. Gestern war er eben nicht da. Er war die Nacht und gestern nicht da. Deswegen war ich auch heute Nacht so traurig, die letzte Nacht. Da war ich also er hat das, um das mal klarzustellen, er hat es zu dir letzte Woche Sonntag gesagt. Letzte Woche Sonntag. Er hat also am Freitag schon, den Freitag davor schon zu mir gesagt, also es gibt jemanden. Weil, ja, Samstag vor 2 Wochen habe ich ihn, ja, nicht erwischt, aber er hat mir erzählt, dass er zu seinem Freund und er ist nicht nach Hause gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, fährst mal hin, guckst mal, was die Jungs da machen. Nicht in dem Gedanken, ihm hinterher zu spionieren, überhaupt nicht. Und dann war er gar nicht beim Freund. Und wie ja, soll dann das kam er Stunden später und dann habe ich gesagt, wo warst du denn? Und das würde er mir nicht sagen. Er hat halt jetzt auch Urlaub und in dem Urlaub habe ich mich halt auch, ja, ich wäre gern mal mit ihm weggefahren. Da hat er mir gesagt, er hat keine Zeit, er muss in seinem Haus so viel arbeiten. Hier ist auch viel Arbeit. Sag mal, Elvira, aber dann war eigentlich doch wahrscheinlich auch so euer persönlicher Umgang in den letzten, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren oder so, auch nicht so ähnlich, ne? Ja, doch schon. Eigentlich, wir haben also, gut, wir streiten halt auch ab und zu mal, aber den Streit fängt er meistens an, weil er eben unzufrieden ist mit dem, was ich tue. Ich würde nicht genug tun für meine Zukunft. Ich würde, ja eben, wie hat er vorhin gesagt, ich würde in den Tag hineinleben. Das ist ja nicht so. Ich habe mich um diese alte Frau jetzt gekümmert, die ja sehr krank war. Weiß er das, dass du nur 40.000 bekommst? Ja, ja. Und was sagt er dazu? Ja, er hätte mir es ja schon immer gesagt, dass ich da nicht die Sicherheit kriege. So, jetzt ist das alles gelaufen, wie es gelaufen ist. Eben, vielleicht hättest du dich anders verhalten müssen und können, das kann ich schwerlich jetzt beurteilen. Ja. Daran kann man nichts mehr ändern. Wie siehst du denn jetzt eure Zukunft und vor allen Dingen deine Zukunft? Ja, ich weiß auch nicht, weil ich muss ja jetzt erstmal sehen, dass ich einen Fulltime-Job kriege, wo ich ja jetzt, sag ich mal, ja eigentlich die letzten Jahre ja immer mit einem Halbtagsjob auch über die Runden gekommen bin, dadurch, dass ich einen Partner im Hintergrund hatte. Also wir reden jetzt über materielle Sachen. Das heißt, du hast das eigentlich akzeptiert, dass er dich nicht mehr will? Nein, eigentlich nicht. Ich möchte ihn schon wieder. Du liebst ihn schon noch? Ja, natürlich. Ja, aber so wie du ihn einschätzt und wie er das gesagt hat am Sonntag, ist das schon verdammt ernst gemeint. Ja, er hat auch vorhin wieder gesagt, er will das nicht aufgeben. Hat er gesagt, dass er auch will, dass du bald ausziehst? Nein, er will also, dass ich, ja, ich kann hier noch wohnen bleiben erstmal und er stellt mir auch das Auto zur Verfügung, er will mir auch helfen, aber und er will auch mit mir befreundet bleiben, das ist natürlich klar, aber er könnte nicht mehr mein Partner sein, also nicht mehr meine Stütze und nicht mehr für mich auch verantwortlich. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie du dich jetzt verhältst. Manchmal sagt man sowas dahin, und das ist ja noch sehr frisch, dass er das gesagt hat, und das relativiert sich dann wieder. Aber wenn das wirklich definitiv so bleibt, dass er diese Haltung hat, finde ich ja, dass du schon aus diesem Haus raus solltest. Selbst wenn er großherzig dir anbietet, da wohnen bleiben zu können. Tu es dir nicht an, Mensch. Nein. Tu es dir nicht an. Und was dann aus Freundschaft oder was, wie man das auch nennen mag, dann wird, das wird sich zeigen. Genau das ist es. Ich habe auch gesagt, jetzt hat er so lange gewartet, hat all die Jahre mit mir durchgestanden
jetzt könnte ich, ja, bin ich eigentlich frei von diesen Belastungen, wo er immer dran sich gestört hat. Das meinst du, wie viele Paaren es so in ähnlicher Weise geht? Und jetzt ist diese Belastung weg und jetzt kommt aus heiterem Himmel, ich habe eine andere, jetzt seh mal zu, wie du auf die Beine kommst. Naja, aus heiterem Himmel kommt das ja nicht. Der war ja schon lange unzufrieden. Aber für mich kam das jetzt aus heiterem Himmel. Für dich, weil du vielleicht auch die Signale nicht ernst genommen hast. Ich einfach gedacht jetzt, du bist eigentlich in einer gefestigten Beziehung. Ja. Und ich bin auch bestimmt nicht, ich bin auch die Letzte, die nicht zu ihm sagt, wenn er mal jetzt mit jemand anderem ausgehen wollte, in Anführungsstrichen, was heißt ausgehen. Aber Elvira, du hast die Signale nicht wahrgenommen. Ja, ich habe es irgendwie wahrscheinlich diesmal verpasst. Ich war auch mit mir selbst sehr beschäftigt, weil die ganze Sache hat mich mitgenommen. Mhm. Ich bin jetzt 51, also ich bin jetzt auch voll im Anfang von den Wechseljahren. Mhm. Ich kriege also nachts Hitzewallungen, ich kann nicht schlafen und man ist dann auch mehr gereizt, auch nicht mehr empfänglich und manchmal hat man halt auch keinen Bock auf Sex. Das ist einfach so. Nicht, weil man das nicht möchte, sondern weil es einfach... Das heißt, ihr habt auch schon lange keinen Sex mehr gehabt? Ne, wir haben schon zwischendurch immer Sex, aber halt nicht mehr so häufig wie früher. Und wie war das immer, wenn ihr dann zusammen... Eigentlich immer gut. Das war ja selbst am letzten Sonntagmorgen noch. Und dann ist er nachmittags zu dieser Frau gefahren und abends kommt er zurück und sagt... Ach, ihr habt Sonntagmorgen noch miteinander geschlafen? Ja, ja. Und, ja, das ist aber auch einer. Ja, und Sonntagabend kommt er zurück und sagt dann zu mir, also jetzt steht es für ihn fest. Bitter, das, bitter. Das wird nichts mehr. Dann habe ich gesagt, und was war das heute Morgen? Ja, das hätte nichts zu bedeuten gehabt. Bitter. Ja, das hat mir ganz besonders weh getan. Ist die Sache für dich, ich frage das immer wieder, weil mir das noch nicht ganz klar ist, doch... So sicher? Oder könntest du dir vorstellen, dass ihr vielleicht zusammen nochmal zu einer Ehe, zu einer Paarberatung gehen könnt? Das habe ich ihm vorgeschlagen. Wir hatten schon mal vor Jahren so eine Paarberatung, weil vor 8 Jahren bin ich schon mal ausgezogen. Ja. Hier aus dem Haus. Ist er jetzt auf den Vorschlag eingegangen? Nee. Nee, er will das nicht. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Nein, er hätte sich jetzt da entschieden und er will auch dieser Frau nicht wehtun, weil das, dann würde er sie ja auch nur benutzt haben, das wollte er nicht und... Dann wirst du den bitteren Weg gehen müssen, entweder aus dem Haus rauszukommen, rauszugehen. Ich glaube, das ist das Allerdringlichste. Jetzt habe ich überhaupt kein Zuhause mehr, ne? Fange ich komplett neu an. Ja. Das ist nicht so, dass ich mich hier in dem Haus nicht wohlfühle. Mhm. Ich habe das ja alles mit ihm eingerichtet. Mhm. Wenn der sich von dir wirklich getrennt hat und mit dir nicht mehr zusammen sein will, wenn der eine neue Freundin hat, ist das ein Martyrium für dich, da lange wohnen zu bleiben. Mhm. Du musst ja nicht morgen ausziehen, aber... Die Perspektive musst du vor Augen haben, dass du erstmal da rausgehst. Kann ich dir gar nichts weiter sagen. Das klingt wirklich sehr traurig für dich. Wer da nun im Einzelnen schuld dran ist, aber ja, wer will schon von Schuld reden, wenn die Liebe weg ist? Die Liebe ist dann... Ja, er sagt ja, es ist ja bei ihm wohl nicht so, dass er mich jetzt gar nicht mehr gern hat. Naja, das ist ja auch, wollen wir mal hoffen. Aber ich setze mich nicht in die Warteschleife und warte, bis dass er da fertig ist und kommt dann wieder zurück. So, das ist doch ein Wort. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Das kann 4 Wochen dauern, das kann ein halbes Jahr dauern, das kann auch 5 Jahre dauern. Bei aller Verletztheit, man ist dann natürlich verletzt, wenn einem sowas passiert. Man ist furchtbar verletzt, das ist völlig klar. Er versucht, dich jetzt zusammenzuraufen und versucht, dein Leben zu ordnen und ihn in die Hand zu nehmen. Das ist jetzt ein schweres Stück Arbeit, das ist mir klar. Aber du musst es tun. Das ist auch für dein Selbstbewusstsein und dein Selbstverständnis, glaube ich, sehr richtig und sehr gut. Mhm. Mach es und sieh zu, dass du vielleicht zumindest zum Jahreswechsel da raus bist, aus dem Haus, spätestens. Mhm. Wünsche dir alles Gute. Ja. Meine Liebe, Elvira. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr uns hier auch gerne erreichen wollt und mit mir reden wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer auch rein, damit wir euch dann auch rasch zurückrufen können, gegebenenfalls. Und schreibt die E-Mails bitte nicht so lang, das ist ja immer sehr nett gemeint von euch, aber die Kollegen verzweifeln immer im Hintergrund während der Sendung, da ist es halt sehr stressig und wenn man dann so ganz lange Mails lesen muss, schreibt es bitte kurz und dann hat das sicher genauso einen Effekt, einen besseren Effekt unter Umständen, als wenn es zu lang ist. Janine, wo ist sie? Janine? Ja? 30. Stimmt das? Ja. Ja. Eine wortkarge Janine. Janine, ich grüße dich. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine fast 2-jährige Nichte. Mhm. Bei der wurde letztes Jahr an Ostern ein Tumor festgestellt. Mhm. Sie wurde daraufhin 1,5 Jahre mit Chemo behandelt. Wo wurde der Tumor festgestellt? Bei ihr sitzt er an der Wirbelsäule. Mhm. 2 Jahre alt.
fast 2 Jahre. Also sie wird nächstes Monat wird sie 2 Jahre alt. Wie stellt man sowas bei so einem kleinen Kind fest? Wie kommt man überhaupt auf die Diagnose dann? Bei ihr war, sie hat unterhalb vom Bauchnabel kam bei ihr ein Knoten sehr stark raus. Daraufhin ist dann ihre Mutter mit ihr ins Krankenhaus. Die Ärzte haben sie dort weiter in eine Spezialklinik geschickt. Und dort sind dann die Untersuchungen gemacht worden. Und dann kam halt bei ihr der Tumor raus. Der hatte schon gestreut gehabt. Man hat daraufhin von heute auf morgen mit der Chemo angefangen. Die hat man dann, wie gesagt, 1,5 Jahre gemacht bei ihr. Ja. Sie wurde dann weiter behandelt, ambulant. Da hat sie Tabletten bekommen, 3-mal täglich. Und in dieser Zeit, wo sie die Tabletten bekommen hat, das waren jetzt die letzten 2,5 Monate, fast 3, ist der Muttertumor weiter gewachsen. Und die Tabletten sollten eigentlich bewirken, dass der Muttertumor sich ins Gutartige umwandelt. Den konnte man nicht operieren? Nein. Nee. Das war so ungünstig. Und weil er auch noch zu groß war, zum rausoperieren. Wie geht es denn der Kleinen jetzt, heute? Ich muss sagen, ich war ja damals dabei, wo das alles anfing, war auch bei ihrem Krankenhaus drinnen oft. Und so wie sie heute zum jetzigen Zeitpunkt ist, hätte ich das nie erwartet, dass sie sich so entwickelt. Die Kleine, die läuft. Also positiv entwickelt. Absolut. Daher siehst du es überhaupt nicht mehr an. Ich dachte nämlich gerade schon, wie steckt so ein kleiner Wurm solche Chemo, so Chemotherapien weg? Das muss doch. Das ist der Hammer. Ja. Das ist, ich kann es nicht anders ausdrücken. Das ist absoluter Hammer. Im Gegensatz vor 1,5 Jahren, wie sie da war. Ja, also sie ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Aber jetzt hat man halt, wie gesagt, vor einer Woche hatte sie eine Kernspintomographie. Dabei kam heraus, dass der Muttertumor ums Doppelte gewachsen ist. Heute hatte mein Bruder, meine Schwägerin, ein Arztgespräch. Und da hat halt der Arzt deutlich gemacht, dass die Kleine nur noch eine Chance von 10-20% hat. Oh, jetzt klang es gerade so hoffnungsvoll. Und ich dachte, dass sich das dann alles doch noch besser entwickelt hätte. Ja, weil der Tumor halt gewachsen ist. Er hätte eigentlich nicht mehr wachsen dürfen und hätte sich durch die Tabletten ins Gutartige umwandelt. Das ist genau nicht passiert. Nein. Und jetzt kann man nichts mehr machen? Der Arzt hat ihnen halt noch die Alternative gegeben zur Therapie. Da kriegt sie auch, wird mit Chemo behandelt, zweimal. Und danach fängt eine Intensivtherapie an. Dabei werden ihre Stammzellen entnommen. Und aber während dieser Intensivtherapie sind ihre Werte so niedrig, dass sie da isoliert werden muss. Wollen denn deine Verwandten das machen? Soll sie diese? Das ist jetzt die Frage. Die müssen sich bis morgen bzw. bis heute entscheiden. Das Risiko von dieser intensiven Behandlung besteht, dass sie schon während der Behandlung versterben könnte? Die Gefahr ist da, weil sie durch diese, weil da ihre Werte so niedrig sind, ist halt. Sie kann durch einen leichten Schnupfen dann. Verstehe. Hätte sie denn die Chance, wenn sie das übersteht, dass sie ganz gesund wird? Oder ist es nur eine Lebensverlängerung? Dann könnte man eventuell über eine OP. Ach so. Mein Gott, was muss das kleine Kind aushalten? Du lieber Gott. Wie ist es denn für dich, dass deine Nichte, sagst du? Ja. Wie eng ist das Verhältnis? Sehr eng. Die Kleine ist mir, gerade weil ich jetzt damals in der Zeit auch mit dabei war, sie ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und ich hänge auch wahnsinnig an meinem Bruder. Das ist die Tochter von deinem Bruder? Ja. Ist das erste Kind deines Bruders? Ja. Und meine Schwägerin ist halt jetzt am Überlegen, ob sie das der Kleinen überhaupt noch antun will. Schwierige Entscheidung. Weg. Mein Bruder ist dafür. Er will jede Chance nutzen, auch wenn sie noch so klein ist. Aber was ist deine Meinung?
Das ist ein Funke Hoffnung. Ich meine, auch wenn er klein ist, aber es ist noch was da. Und ich meine, die Ärzte, oder anders gesagt, oder gefragt, gibt es nicht doch irgend so eine Tendenz, was die Ärzte raten? Oder stellen die es ganz offen dahin? Der Arzt hat gesagt, er überlässt die Entscheidung, ob sie die Therapie machen, den Eltern, also meinem Bruder und meiner Schwägerin. Sie hätten im Prinzip nur drei Möglichkeiten. Entweder sie machen gar nichts, sie machen die Therapie, oder aber man zögert das Ganze so lange hinaus, bis es halt nicht mehr geht. Das heißt, dann sie wird irgendwann mal Schmerzen bekommen, dann wird sie Schmerzmedikamente bekommen. Aber das wäre doch Möglichkeit 1. Man macht gar nichts und man gibt irgendwann Schmerzmedikamente. Nee, also man macht überhaupt nichts. Man wartet quasi ab, wie es sich entwickelt, aber der Tumor wird ja nicht kleiner. Ich habe halt wahnsinnig Angst um meinen Bruder auch. Weil wenn er die Kleine verliert, daran geht er kaputt. Und weil ich halt auch Sorgen habe, meine Schwägerin ist halt jemand, die ziemlich offen und direkt ist. Und mein Bruder will halt über Negatives nichts hören. Also in dem Sinne, dass er seine Kleine verlieren könnte. Also der Bruder ist dafür, die Schwägerin ist eigentlich eher dagegen, das machen zu lassen. Ja. Und das muss aber jetzt in den nächsten Tagen entschieden werden. Heute noch. Heute muss das noch entschieden werden. Das heißt, du weißt nicht, wie die Entscheidung ausfallen wird. Du weißt es in 24 Stunden, weißt du es. Oh Gott, das ist aber wirklich schwer. Ich würde ja... wobei, das ist natürlich sehr schwierig, ohne jetzt die Details zu kennen. Natürlich würde ich vielleicht auch als das Elternteil versuchen, alles erdenken, nur Erdenkliche zu machen. Andererseits muss man aber auch immer berücksichtigen, wie viel Qualen das für das kleine Kind bedeutet. Und wenn das wiederum nicht im Verhältnis zu der eventuellen Chance steht, es ist unglaublich schwer. Vor allen Dingen, wenn man diese Therapie nicht macht, und sich dann später den Vorwurf der Macht hätten wir es mal doch probiert, vielleicht wäre sie dann noch, hätte es ihr geholfen. Naja, deswegen würde ich so, wie gesagt, ohne jetzt den Fall zu kennen, auch sagen, können wir versuchen es, vielleicht schafft es. Aber letztendlich kannst du es ja sowieso nicht beeinflussen, sondern es müssen die Eltern, die beiden, entscheiden. Was du vielleicht tun könntest, ist, dass du irgendetwas an Hilfe organisierst für sie, falls der schlimmste Fall eintritt. Du machst dir Sorgen um deinen Bruder, dass er einen Ansprechpartner hat, dass er weiß, wer sich um ihn kümmert oder wo er hingehen kann. Das könntest du arrangieren. Du bist persönlich ja sowieso da, das merke ich ja, und leistest Beistand. Aber dass die Eltern und der Bruder nicht völlig alleine in der Luft hängen, auch unter psychologischem Gesichtspunkt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es dir verdammt dreckig geht, weil dir auch so die Hände gebunden sind. Du stehst daneben und siehst die traurige Entwicklung, kannst selbst gar nicht richtig mitentscheiden, hast Angst um das Kind, hast Angst um deinen Bruder. Ist das Verhältnis zwischen dir und dem Bruder und der Schwägerin gut? Ja. Janine, sollen wir mal ein bisschen im Hintergrund gucken, was wir dir eventuell an die Hand geben könnten an Hilfestellung?
Ja. Dann hast du es schon mal und je nachdem, was geschieht, dass du eventuell darauf zurückgreifen kannst. Ja? Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Und wir alle drücken dem kleinen Kind von Herzen die Daumen. Von ganzem Herzen, ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Morgen, Thorsten. Hier. Thorsten, was geht's bei dir? Ja, also erstmal, ich bin LKW-Fahrer, bin am Fahren, das Netz könnte zusammenbrechen, wollte ich so mal sagen. Ja, ich höre es auch schon, das klingt so anders als aus dem Raum heraus. Ja, ne, also ich dachte mir mal, naja, es werden mit Sicherheit etliche zuhören heute Nacht. Und ich wollte mal das Thema ansprechen, Parkplatznot für LKW-Fahrer. Großes Thema zurzeit, ne? Ja. Es gibt immer mehr LKWs und die können nicht auf die Parkplätze fahren. Ja. Ja, also sagen wir mal so, ich bin jetzt ein reiner Nachtfahrer geworden, also aus dem Fernverkehr rausgegangen, weil bei uns jetzt momentan ein Baby ansteht und da will ich ja auch immer zu Hause sein. Da habe ich jetzt natürlich das Glück, dass ich mir für meine gesetzliche Ruhepause keine Parks suchen muss. Aber ich komme jetzt natürlich nachts an etlichen Rastplätzen und Parkplätzen vorbei, die bis auf die Autobahn hingefüllt sind. Auf welcher Route bist du gerade im Moment? Ich bin jetzt gerade auf der A2, Dortmund Richtung Hannover. Ja, und beschreib doch mal, was du schon alles gesehen hast heute Nacht. Ja, also es sind, ja, Grünern ist voll gewesen, Gütersloh ist proppenvoll, Erfurt ist voll. Ne, voll heißt dann auch, dass die Lastwagen, die LKW, auf der Autobahn auf dem Standstreifen stehen. Jawohl, genau. An der Einfahrt in die auf den Rastplatz. Ja. Ja. Das ist doch irre gefährlich, ne? Das ist sehr gefährlich, also für nicht nur für uns LKW-Fahrer, auch eben für PKW-Fahrer. Da gab es jetzt vor kurzem erst einen Unfall auf der A2, wo dann eine gesamte Familie dran verstorben ist. Es ist halt dann nicht nur gefährlich, sondern es ist ja auch nicht im Interesse des deutschen Staates. So, unsere Politiker, die preisen ja an, dass sie etliche Millionen bereitstellen für Parkplatz, Sanierung, Erweiterung und Neubau. Und das Geld aber gleich wieder aus dem Pott rausnehmen für die Deutsche Bahn. Also unser Mautgeld irgendwie nicht bei uns auf der Straße ankommt. Und was wäre denn für dich eine Kurz... Ich meine, das sind ja alles Pläne, Neubau, das dauert ja alles ewig. Gäbe es Ideen, wie man kurzfristig die Situation etwas entspannen könnte? Ja, der Verkehrsminister, der hatte mal erwähnt, dass man eventuell die Autobahnen meist öffnet nachts oder in Industriegebieten, sagen wir Baumärkte, die Parkplätze für LKWs freigibt. Aber irgendwie tut sich da ja nun auch nicht. Das wär doch schon mal eine ganz gute Idee, ne, für die Übergangszeit. Ja, genau. Vor allem, weil ich das ja kenne. Ich habe ungefähr 60 Mal in dem Zollstau vor der Schweizer Grenze geschlafen. Und ich weiß, dass man nicht wirklich dann erholt ist im nächsten Tag. Und wenn ich dann so die Kollegen sehe, die praktisch mit dem Heck noch auf der Autobahn stehen und dann schlafen, kann ich mir dann wirklich bildlich vorstellen, wie kaputt die den nächsten Tag sind. Was dann natürlich auch wieder Gefahr im Straßenverkehr bedeutet. Genau, und das bedeutet Gefahr für uns alle. Und es wird ja sowieso immer schlimmer mit den LKWs auf den deutschen Autobahnen, auf den Autobahnen schlechthin. Genau, es wird ja immer mehr durch Osterweiterung jetzt im europäischen Land. Ich war dieses Jahr im Sommer, Thorsten, auch viel auf den Autobahnen unterwegs. Ja. Und ich habe so für mich das subjektive Gefühl, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer und stressiger und auch aggressiver wird, auch mit den LKW-Fahrern. Kannst du das auch so bestätigen? Ja, das wird also immer schlimmer, ne? Weil, ich finde diese Verkehrsmaßnahme oder sagen wir mal so, viele von uns LKW-Fahrern finden die Verkehrsmaßnahme ganz in Ordnung, dass Strecken und zeittemporäres Überholverbot herrscht für LKW. Da haben wir kein Problem mit. Würden es sogar noch besser tolerieren, wenn die Polizei oder andere Behörden, die dazu die Macht hätten, es so
hammerhart kontrollieren würden, dass sie dann aber auch jeden zur Kasse bitten. Das ist interessant, dass du das als Lkw-Fahrer auch sagst. Das finde ich nämlich als Pkw-Fahrer auch ganz genauso. Das würde das Ganze schon sehr, sehr entstressen. Ja. Was sagst du denn zu dem Vorschlag, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal so aufkam, generelles Überholverbot für LKWs auf den Autobahnen? Ja, also wir deutschen Kollegen, wir haben uns ja mal alle zusammengesetzt hier so auf Autohöfen und so. Da ist schon das einstimmige Thema, dass wir sagen, okay, Überholverbot generell, ja, kein Problem. Mhm. Aber dann müsste es eben, damit alle den gleichen Wettbewerbserfolg haben, so sein, dass auch osteuropäische oder südeuropäische Fahrer sich 100% ans Überholverbot halten müssten. Und nicht nur die Deutschen beim Blinkerzucken Fahren müssen. Aber da muss ich auch nochmal einhaken. Das finde ich jetzt aber ausgesprochen interessant, dass du auch als Lkw-Fahrer sagst und sogar im Namen von vielen Kollegen sprichst, damit wären wir einverstanden. Wenn sie alle dran halten würden. Das finde ich interessant und finde das eigentlich auch eine ganz gute Idee. Und denke mal, dass das für euch, für die Brummifahrer, auch ein Entstressen bedeuten würde, wenn ihr so alle in einem Fluss immer dahin ziehen würdet und nicht wegen ein paar Sekunden diese schrecklichen Überholmanöver immer angehen müsstet. Genau. Elefantenrennen ist ja nun nicht gerade... Furchtbar ist das, furchtbar. Ja, genau, ganz genau. Das ist für alle Leute auf der Autobahn Horror, wenn man das sich anschaut. Da frage ich mich hinterher immer, nur was hat das gebracht, ne? Was hat das für ihn bedeutet? Es bringt nichts, ne? Also wir machen das ja jetzt wegen den hohen Dieselpreisen, fahren jetzt nur noch 85, ist bei uns jetzt in der Spedition jedenfalls so. Also Zeitverlust hat man dadurch jetzt gar keinen, ne? Also ja. Man kommt ja im Endeffekt fast gar nicht schneller vor. Ja, genau. Also dein Plädoyer war jetzt, das habe ich jetzt so verstanden, dass dringend und sehr schnell etwas passieren muss, dass die Brummifahrer ihre Ruhezeiten einhalten können, dass irgendwo an den Autobahnen Plätze aufgemacht werden. Genau. Und dass langfristig neue Rastplätze gebaut werden. Ja, ich meine, es fängt ja jetzt schon an, dass die Amerikaner hier auf deutschen Hauptverkehrsstrecken ihre Riesenautohöfe bauen, was dann auch mal eben wieder 500-600 Stellplätze bedeutet, was natürlich von Vorteil ist. Aber die deutsche Regierung, die müsste dann halt auch mal langsam... Das Schlimme ist, dass wieder erst wahrscheinlich mehrere sehr, sehr, sehr tragische Unglücke passieren müssen, bis dann etwas in die Gänge kommt. Ja, genau. So wie es ja eigentlich immer so der Fall ist. Insofern ist jede Meinungsäußerung, deswegen bin ich sehr froh, dass du angerufen hast. Ich habe das eine Weile jetzt auch schon verfolgt, auch in der Presse. Sehr gut, dass du angerufen hast und jede Möglichkeit, das in die Öffentlichkeit zu bringen, ist richtig. Ja. Und liebe Politiker in Berlin, wenn der ein oder andere jetzt noch auf ist im Verkehrsministerium, das ist doch ein guter Hinweis gewesen von dem Lkw-Fahrer Thorsten gerade. Ja. So Thorsten, okay. wie lange fährst du heute noch? Eine Stunde noch, dann noch tanken und dann habe ich Feierabend. Also, und dein Ziel ist dann nach Hause. Dein Ziel ist welche Stadt? Hannover. Dann wünschen wir gute Fahrt und gutes Ankommen und grüßen von hier aus und von dieser Stelle aus alle Lkw-Fahrer sehr herzlich. Okay, alles Gute, schön, tschüss Thorsten. Dann noch eine schöne Nacht, ne? Ja, okay, tschüss. Okay, ciao. Und hier ist die Frauke. Frauke ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Frauke. Um was geht's bei dir? Ich hatte eine Fehlgeburt letzte Woche und das belastet mich sehr momentan. Mhm. Erzähl mal ein bisschen die Umstände. Ja, das war die erste Schwangerschaft, die ich erlebt habe. Mein Mann und ich sind 10 Jahre verheiratet und verhüten seit 8 Jahren nicht mehr. Mhm. Und wir hatten es eigentlich aufgegeben. Also wir haben auch nichts unternommen, großartig, um schwanger zu werden. Aber es war ein großer Wunsch da, schwanger zu werden. Der große Wunsch, also ich habe sehr spät angefangen zu studieren. Ich habe erst mit 30 auf dem dritten Bildungsweg angefangen zu studieren. Ja. Kurze Zwischenfrage, was ist dritter Bildungsweg? Ja, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht und noch eine Weiterbildung gemacht und dann mit 30 habe ich meinen sicheren Beamtenstatus hingelegt und habe dann meinen Lebenstraum erfüllt und Jura studiert. Ah ja, Respekt. Ja, Respekt. Und habe das auch mit Erfolg abgeschlossen schon, bin jetzt am Promovieren und also von daher, es war so, dass wir sind sehr glücklich miteinander, mein Mann und ich und es war so, wir haben ein erfülltes Leben und es war immer so, ja, wenn wir schwanger wären, wären wir schwanger und wenn nicht,
wäre es auch gut gewesen. Mhm. Und jetzt Mitte des Jahres war es eben so, dass ich überlegt habe, ja, ich bin jetzt 37 und die biologische Uhr tickt etwas lauter mittlerweile. Vielleicht sollten wir doch nochmal tätig werden, nochmal ein bisschen genauer gucken. Und wir waren dann zusammen beim Gynäkologen und er meinte, ja, man sollte vielleicht nochmal die Eierstöcke, die Durchlässigkeit überprüfen lassen. Und das wäre noch das Einzige, was man auf relativ normalen Wege nochmal machen könnte. Mhm. Und am gleichen Tag sind wir letztendlich schwanger geworden. Mhm. Und das war im Juli, dass wir dann wussten, dass wir schwanger sind. Ja, und das war natürlich ein großer Aufruhr dann, weil wir da ja nun irgendwie gar nicht mehr mit gerechnet hatten. Und dass das so dann plötzlich kommt, ohne dass wir noch irgendwas tun müssen, außer das Natürliche, das war dann doch sehr überraschend. Und die Fehlgeburt war jetzt in der wievielten Woche? In der 10., 11., 12., so, das kann man jetzt so genau nicht sagen. Ja, und es war eben so, dass ich mein ganzes Leben dann einmal innerlich umgeschmissen habe, die Promotion erstmal auf Eis gelegt habe und alles, was ich sonst noch mache. Und ich hatte gerade einen Motorradführerschein, ich wäre kurz vor der Prüfung gewesen, das alles niedergelegt. Und es war aber auch so, dass es mir von Anfang an nicht gut ging. Mir war von Anfang an sehr übel, ich hatte Schmerzen und nach 4 Wochen, wo ich es wusste, kamen dann auch schon die Blutungen und der Gynäkologe war von Anfang an nicht sehr zuversichtlich. Mhm. Ja. Also es gab schon da Andeutungen und Warnsignale gab es von Anfang an. Ja. Also es war nie so die richtig große Euphorie da, weil der Gynäkologe von Anfang an auch gesagt hat, ob das alles gut geht, bezweifle ich. Weiß man, warum es zur Fehlgeburt gekommen Nein, ist? Nein, noch nicht. Das erfahre ich morgen. Und das macht mir eben ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich Bauchschmerzen, weil ich Angst habe, dass da noch irgendwas rauskommt. Warum erfährst du es morgen? Was ist bis dahin getan worden? Ja, ich hatte vorgestern ja eben die Ausschabung und dieses Material wurde dann histologisch untersucht und das Ergebnis bekommt mein Gynäkologe, der es dann morgen vorliegen haben sollte, zu dem ich dann morgen nochmal zur Abschlussuntersuchung komme. Welche Sorge hast du? Ich habe irgendwie Angst, dass ich doch irgendwas falsch gemacht haben könnte, dass ich schuld daran sein könnte, dass es zu der Fehlgeburt gekommen ist. Könnte das, ich habe keine Ahnung, könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe sofort aufgehört zu rauchen. Ich habe keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, als die Blutungen kamen und mir gesagt wurde, lieber ein bisschen ruhig, habe ich mich ins Bett gelegt. Ich habe Folsäure zu mir genommen. Ich habe kein rohes Fleisch mehr gegessen. Also ich habe eigentlich alles getan, aber ich habe einfach Angst, dass da irgendwas rauskommt, was mich dann noch wieder zurückwerfen könnte. Also das ist eher so, von außen betrachtet, wie du es jetzt erzählst, ist, glaube ich, das ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht am ehesten ist noch irgendwas, was medizinisch-körperliches zum Tragen kommt, was du nur nicht wusstest. Ja. Was vielleicht die Ursache ist. Aber nicht dein Verhalten. Ja, da habe ich Angst vor. Also ich bin sowieso ein äußerst perfektionistischer Mensch und also dass da irgendwie noch was kommt, was ich dann noch falsch gemacht habe. Und es war eben auch am Anfang so, dass ich mich auch nicht, also ich war nicht überglücklich. Ich war nicht so, dass ich sagen konnte, endlich bin ich schwanger und mein Lebensglück ist jetzt erfüllt, sondern hups, was mache ich jetzt damit so ungefähr? Wie geht denn deine Freundin jetzt mit der Situation? Mein Mann, Mann? Ja, der steht 1000-prozentig hinter mir. Also besser kann man sich einen Mann nicht vorstellen. Ja. Ist er denn sehr mitgenommen? Also er hält sich tapfer, er hält sich unwahrscheinlich wacker. Er war 12 Stunden mit mir im Krankenhaus und hat an meiner Seite gesessen. Das heißt, wenn morgen herauskommt, dass das nun wirklich nichts an dir lag, sondern dass es einfach eine schicksalshafte Entwicklung war, ist das eine Erleichterung dann? Ja, euch beide? Absolut. Ja. Das heißt, dann könntest du dich auch eher damit arrangieren, dass es dann nun so geschehen ist. Ja, also ich bin da sehr pragmatisch, dass ich sage, wenn die Natur das eben nicht gewollt hat, dann hat sie es nicht gewollt. Aber irgendwie ist die ganz tiefe Angst da, dass dass da irgendwie kommt, hätten sie das nicht getan oder Das glaube ich nicht, so wie du es gerade geschildert hast. Ich habe da keine Grundlage für, aber so wie du es geschildert hast, was solltest du Dramatisches in deinem Verhalten falsch gemacht haben? Hast du denn eine Idee? Nee. Ich habe keine Medikamente genommen und nichts. Also ich war. Es sei denn, du hast ein schlechtes Gewissen, dass du das Kind nicht eigentlich wirklich gewollt auch hast. Das kann sein, ja. Das könnte sein, ja. Ne? Ja. Und dass es deshalb dann das registriert hat und dann auch nicht zur Welt kommen wollte. Ja. Aber das ist jetzt auch wirklich sehr spekulativ. Und ja, das ist aber meine große Angst. Hätte ich mich mehr freuen sollen, hätte ich meine eigenen Interessen, dass ich
gedacht habe, Mensch, passt das jetzt wirklich und willst du es wirklich? Mhm. Und du hast doch noch Pläne und hattest dir noch was vorgenommen, weil ich da nun auch wirklich nicht mit gerechnet hatte. Also ich denke auch, das, was wir da noch unternehmen wollten, also diese Laparoskopie, das war für mich mehr eine Alibi-Funktion, dass ich von mir selber sagen konnte, ich habe doch alles versucht. Mhm. Ja. Ja. Gibt es ja schon so weiterführende Gedanken, dass du dir überlegst, na okay, wenn es in einem Jahr nochmal ist, dann ist auch, freue ich mich also wieder. Momentan würde ich sagen, ich mache das nicht nochmal mit. Also das war mich so an meine psychischen und physischen Grenzen gebracht, dass ich sage, das schaffe ich nicht nochmal. Mhm. Oder das will ich, also schaffen, natürlich schaffe ich das, aber ich will es nicht nochmal. Mhm. Also das heißt aber wirklich, dass der Kinderwunsch nicht so gravierend ist, ne? Ja. Ist ja auch okay. Man wird ja fast schon abschätzig beurteilt, wenn man sagt, ich will kein Kind haben. Also das ist, denke ich, auch ein Problem von mir, diese Stigmatisation, dass man tatsächlich auch glücklich ist ohne Kinder. Absolut, absolut. Ja, ja. Es ist toll, wenn man Kinder hat und Leute glücklich damit werden, aber es ist genauso zu akzeptieren, wenn jemand sagt, nee, das ist nicht mein Lebensweg. Und ich denke, ich habe auch Angst, dass ich das irgendwann vielleicht mal bereuen könnte, keine Kinder bekommen zu können oder zu wollen. Ja gut, aber immerhin habt ihr 7 Jahre, ne, hast du gerade gesagt, ungefähr 7 Jahre ohne Verhütung. Ja, ja. Und dann sollte es vielleicht in dieser Konstellation in deinem Leben und so einfach nicht sein. Mhm. Dann kann man einfach hoffen, dass morgen ein Ergebnis rauskommt, dass du da gewissensmäßig nicht weiter belastet wirst und dass ihr beiden nach einer gewissen Zeit dann auch wieder zur Ruhe kommt. Mhm. Was ja der Fall sein wird, ne, so wie du es gerade geschildert hast. Ich denke auch, wir haben unser Leben und ich werde meine Arbeit dann in Kürze wieder aufnehmen und ich weiß auch, dass ich meine Erfüllung habe dort drin und ich habe meine Motorradfahrstunden schon wieder gebucht, die nächsten und also da sehe ich auf Dauer nicht das Problem, aber ich habe einfach Befürchtung, dass es irgendwann nochmal durchkommt. Mhm. Wäre eine Adoption denkbar? Sind wir zu alt für. Also, ach ja, stimmt. Mein Mann ist 41 und ja, stimmt. Leider. Da kommen wir nicht mehr. Mhm. Aber wir haben wunderbare Geschwisterkinder. Das erfüllt uns eigentlich auch schon voll und ganz. Mhm. Also wunderbare Neffen und Nichten. Ich glaube, dass man dann, ich habe ja auch kein Kind. Mhm. Und da gab es auch immer wieder Phasen, wo ich dachte, ach, sehr schade und vielleicht hättest du das Leben doch irgendwie anders arrangieren sollen. Ich glaube, das muss man irgendwann dann auch als schicksalsgegeben so hinnehmen, dass es dann für einen so nicht gedacht ist. Mhm. Und wenn man das beginnt zu akzeptieren, dann kann man damit auch ganz gut leben. Mhm. Ja. Okay. Frau Hocke, ich drücke die Daumen für morgen. Ich danke dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Fatima. Fatima ist 16 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Fatima. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Ja, und zwar geht es um meine Familie. Ja. Am meisten wegen meiner Mama und so. Und ja. Was ist denn da los? Ja, und zwar, ich habe einen Freund. Und zwar, er ist 29 Jahre alt und er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Er ist 29 Jahre alt? Ja, genau. Ist verheiratet und hat 2 Kinder? Ja, genau. Hm. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Wie lange hast du den Freund schon? Ich habe ihn jetzt genau fast 1 Jahr und 2 Monaten. Dann hat er dich aber sehr, sehr jung kennengelernt. Wo hat er dich denn kennengelernt und wo hat er dich angebaggert? Ja, und zwar habe ich ihn durch meine beste Freundin kennengelernt. Mhm. Und zwar, der hat mal gearbeitet in einem Coldshop, sagen wir mal so. Mhm. Bin verständlich immer zu dem hingegangen, weil ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwas mit denen anfangen würde. Mhm. Ja, und dann ist er auch zusammengekommen. Und dann hat er, von ihm ging das aus? Ja, genau. Klar, da hast du dich wahrscheinlich gar nicht getraut, ranzugehen. Also gar nicht, ich dachte erstmal, ich wäre ein Spielchen oder eine Arscherei oder so. Und jetzt habt ihr ein geheimes Verhältnis? Ja, wie soll ich das denn sagen? Sie weiß das. Die Frau weiß es. Seine Frau weiß das? Genau, aber sie will es nicht wahrhaben. Also, aber deine Familie weiß es nicht? Nein, meine Familie weiß es nicht. Du hast aber meine Mutter, wie soll ich es sagen, sie hat einen Verdacht, dass ich was mit ihnen habe. Weil damals hat sie mich mit ihnen auseinandergebracht. Zwar vor 6 Monaten war das. Da hat sie euch auseinandergebracht? Ja, und zwar mein ex-bester Kollege, der hat gelabert, dass ich angeblich schwanger von ihnen bin. Das gar nicht stimmt. Mhm. Ich ist jetzt zu meinem Freund gegangen, da hat sie Streit mit ihnen. Da war ich mitten auf der Straße am Weinen. Mhm. Ja, und dann hat mein bester Kollege meine Mutter angerufen. Meine Mutter hat dann ein paar Palaver mit denen gemacht, hat ihn gedroht, dass er die Finger von mir lassen soll.
dass ich noch zu jung bin. Ja, und hat mir so Schimpfwörter gesagt. Also die weiß schon, dass da irgendwas im Busche ist. Genau. Und dann habe ich mich, was heißt, er hat sich dann von mir getrennt 6 Monate lang und jetzt sind wir jetzt wieder seit 4 Monaten zusammen. Ja, ihr schlaft auch miteinander. Nein. Nein? Nein, nein. Es gab noch keinen Sex? Nein, es gab noch keinen Sex. Überhaupt keinen Sex? Auch nicht ein bisschen fummeln? Na, wie soll ich das sagen? Nicht so richtig. Aber ihr lagt schon mal nackt im Bett miteinander? Nein, das auch nicht. Auch nicht? Nein. Aber ihr küsst euch? Ja, das ja. Das ja. Und wo trefft ihr euch? Das geht bei dir doch nicht und bei ihm geht's auch nicht. Nein, bei ihm bauen wir uns auch nicht. Wir treffen uns. Er ruft mich an, wo wir uns treffen. Er holt mich dann da immer ab. Weil er hat ja auch wirklich nie Zeit für mich. Ja, wo trefft ihr euch denn? Wo denn? Da? Wo trefft ihr euch? In der Stadt. Einfach so in der Stadt. Und lauft ihr in der Stadt rum? Ja, wir gehen spazieren, Eis essen, McDonalds, jenes. Wir unternehmen so Sachen. Ja. Aber und zwar, wie soll ich sagen, er hat nie Zeit für mich. Er hat nie Zeit für dich? Nee, einmal in die Woche oder zweimal in die Woche höchstens. Hm. Weil er muss wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ich denke manchmal, er lügt mich an oder er verarscht mich. Bist du dir denn deiner Gefühle ganz sicher? Ich kann das denken tue ich es nicht. Was tust du nicht? Die Gedanken. Mhm. Weil von meiner Familie, wie soll ich das sagen? Meine Moment, das habe ich nicht verstanden. Du denkst den Gedanken nicht? Wie meinst du das? Wie soll ich sagen? Wie meine ich das denn jetzt? Ob du wirklich sicher bist, dass du ihn liebst? Ja, das natürlich, ja, natürlich. Das so. Da bin ich mir 100% sicher. Mhm. Hat er das denn zu dir auch schon mal gesagt? Ja, der hat mir das schon zu mir gesagt. Hat er denn zu dir auch schon mal gesagt, wie er sich so die Zukunft vorstellt? Ja. Mit dir? Ja, ich habe auch zu denen gesagt, er soll sich mal eigentlich entscheiden. Mhm. Wem und wie überhaupt. Und was hat er da? Ja. Er sagt, wegen den Kindern kann er das nicht tun. Also das heißt, er sieht für euch beide keine Zukunft. Er will nicht richtig mit dir zusammenkommen. Doch schon, auf der anderen Seite hat er Angst, weil seine Frau bedroht ihn immer. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber irgendein Vermögen. Ein Vermögen? Genau, wenn er sie verlassen sollte. Achso, es geht um Geld da. Ja, kann sein um Geld, glaube ich. Ja. Ist aber eine vertragte Situation. Ja, deswegen. So, und deine Mutter ist natürlich auch jetzt nicht neu eingeweiht. Nein. Und was meinst du, was dein Vater sagt? Meine Eltern sind getrennt, ich habe keinen Kontakt. Ach so, du lebst für deine Mutter. Genau, ich lebe mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Und der weiß das aber auch nicht, der Bruder? Nee, die wissen das alle nicht. Mhm. Deine Mutter wäre wahrscheinlich nicht sehr erfreut, wenn die wüsste, dass du... Überhaupt nicht. Mhm. Weil wenn die das zu meinem Bruder sagen würde... Zum Beispiel, ich glaube, gibt es wirklich Ärger, richtigen Ärger. Mhm. Weil ich will, dass meine Familie mich akzeptiert, weil ich dafür brauche gar keinen Freund haben. Mhm. Ach so, es gäbe auch Ärger, wenn du einen 18-jährigen Freund hättest. Ja, auch einen 18-jährigen. Ja. Mhm. Überhaupt jetzt nicht. Weil die können das einfach nicht akzeptieren, dass ich einen Freund habe. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Also, erstmal wird dir das nerven, dass du einen so viel älteren Freund hast, der verheiratet ist und ein Kind hat. Und zudem ärgert die das, dass du überhaupt einen Freund hast. Ja, genau. So. Mhm. Aber weißt du, Fatima, was mich stutzig macht, ist, wenn der so sagt, er ist eingebunden mit Familie und Geldgeschichten und weiß ich was, dann habt ihr keine Perspektive, habt ihr keine Zukunft. Und das ist für dich schlecht. Und deswegen glaube ich fast, dass diese Beziehung für dich schlecht ist, diese Verbindung. Ja, ist klar, ich verstehe ja auch. Aber... Ich weiß nicht, auf der anderen Seite sagt er zu mir, ich liebe dich. Ja, natürlich sagt er das. So kann man jemanden immer auch bei der Stange halten. Ich muss Geduld haben. Ja, genau. So, und dann hat er wenig Zeit für dich. Das ist doch kein Leben. Du bist 16 Jahre alt. Wenn, dann musst du einen Freund haben, mit dem du auch viel unternehmen nimmst. Er arbeitet von 16 Uhr bis 24 Uhr. Ja. Ja. So, und dann hat er noch andere Verpflichtungen und dann trefft ihr euch vielleicht einmal in der Woche. Genau, zum Beispiel vielleicht. Vielleicht. So, ich finde, das ist keine gute Grundlage. Eigentlich wäre es gut, wenn du aus dieser Beziehung rauskämst. Ja, wenn ich das könnte. Ja, das ist immer die Schwierigkeit. Aber erstmal muss man sich ja dafür entscheiden. Und dann beginnen die Kämpfe, die innerlichen Kämpfe. Ja, natürlich. Ich habe ihn auch gefragt, wie die Gefühle zu seiner Frau ist. Mhm. Der meinte gar nicht mehr, nichts. Ja. Keine Gefühle mehr da. Fatima, meine Sendung ist jetzt vorbei. Aber wir werden dich gleich nochmal zurückrufen. Einverstanden? Okay, bis gleich. Tschüss.
In der Technik Axel Dühlmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute und eine schöne Nacht. Freue mich auf morgen, bin gespannt morgen auch auf eure Themen. Ihr könnt übrigens ab 0 Uhr natürlich morgen auch wieder anrufen und euch schon anmelden. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen hier geschaltet. Schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.